Wir freuen uns sehr, Ihnen anlässlich der Ausstellung von 0 auf 100 erstmalig die Kinder im Fenster von Waldmüller im frisch restaurierten Zustand präsentieren zu können. Die Arbeiten an dem Gemälde haben rund ein halbes Jahr Zeit in Anspruch genommen. Gewinnen Sie neue Einblicke. Wir hoffen, Sie genießen das frisch restaurierte Werk. Seit längerer Zeit wurde die Restaurierung des Gemäldes angestrebt. Es waren substanzerhaltende Maßnahmen erforderlich. Etwa im Bereich eines großen alten Risses sowie entlang der Ränder. Hier traten Haftungsverlust, Fehlstellen und Sprünge in der Malschicht auf. Das Gemälde war infolge von Altrestaurierungen in seiner Ästhetik beeinträchtigt. Mit Hilfe von Untersuchungen konnte Forb einen Überblick über die vorangegangenen Restaurierungen und den Erhaltungszustand gewonnen werden. Anhand der Röntgenaufnahme wurde das Ausmaß des Risses in der oberen Bildhälfte sichtbar. Dieser alte Schadensbereich war über die intakte Malschicht hinaus dick übermalt. Großflächige Übermalungen zeichneten sich auch im Hintergrund ab. Der erste Arbeitsschritt bestand darin, die dicken Übermalungen und auch die Kittungen im Bereich des Risses abzunehmen. Diese Arbeitsschritte erfolgten unter dem Stereomikroskop. Der Fortschritt der Abnahme wurde durch Kontrolle der Fluoreszenz des Firnisses und der Malfarben regelmäßig im UV-Licht überprüft. Die Entfernung der Altrestaurierungen erfolgte unter anderem auch mit Lösemittelgelen. Hier ist zu sehen, wie zur Abnahme des nicht originalen Firnisses ein Lösemittelgelpad aufgelegt wird. Nach einer Einwirkzeit von 2 Minuten konnte das Bett abgenommen werden. Mit Hilfe eines in ein Lösemittelgemisch getauchtes Wattestäbchen wurde der dicke, gelbe Firnis schlussendlich vom Gemälde entfernt. Im Zuge der historischen Eingriffe war das Gemälde mit starken Lösemitteln behandelt worden, was zur Folge hatte, dass die dünnen Lasuren der Malschicht angegriffen und zum Teil abgetragen wurden. Ein großer Teil der Restaurierung im Jahr 2023 bestand darin, diese hellen Fehlstellen akribisch durch eine lokale Retusche zu schließen. Das Ziel der Restaurierung war es, das Gemälde in einen den der künstlerischen Intention entsprechenden Zustand zurückzuführen. Es wurde angestrebt, verdeckte kompositorische Details, die Raumwirkung und die Feinheiten der Malerei wieder sichtbar zu machen. Die abschließende Gegenüberstellung der Aufnahmen des Gemäldes vor und nach der Restaurierung zeigt, wie stark überarbeitet und übermalt das Gemälde in mehreren Bereichen war. Intakte Bereiche der Malschicht konnten freigelegt werden, wodurch die Lesbarkeit des Gemäldes verbessert werden konnte. Verdeckte kompositorische Details,
Die Raumwirkung und die Feinheiten der Malerei sind nun wieder sichtbar. Das zeigt sich besonders bei der Figurengruppe im Hintergrund. Nach der Abnahme des vergilbten, fleckigen Firnisses kommen die Farben der Malerei wieder zur Geltung. Der große Riss wurde optisch ins Bild integriert. Das Gemälde befindet sich nun in einem stabilen und ästhetisch ansprechenden Erhaltungszustand.